sexy Influencerin würde Rechtsaußenskandalmusiker Xavier Naidoo daten. Influencerin Sarah Todiel, alias Sarah Secret, 25, aus Frankfurt am Main, könnte sich ein Date mit dem skandalumwitterten Musiker Xavier Naidoo, 49, vorstellen. Frankfurt am Main, die bekannte Instagram-Influencerin Sarah Todiel, alias Sarah Secret, 25, aus der Main-Metropole Frankfurt, spielte unlängst ein Spiel mit dem YouTuber und Rapper Leon Lovelock, 29. Ein fast 10-minütiges Video dazu wurde am gestrigen Mittwoch auf YouTube eingestellt. Die Influencerin und der Rapper, von denen ein Gerücht behauptet, dass sie ein Paar seien, Tag 24 berichtete, zeigten sich dabei gegenseitig Fotos von Prominenten. Sarah Todiel sollte zu den ihr präsentierten Männern jeweils sagen, ob sie bereit wäre, sich mit diesen auf ein Date zu treffen. Der erste Promi, der ihr gezeigt wurde, war kein geringerer als der im Frühling des vergangenen Jahres in Ungnade gefallene Musiker und ehemalige DSDS-Juror Xavier Naidoo, 49. Als Sarah Todiel sein Foto sah, musste sie zunächst lachen. Also, Xavier Naidoo, stellte sie erheitert fest. Würdest du ihn daten, würdest du mit Xavier auf ein Date gehen, fragte Leon Lovelock, woraufhin die Influencerin zugab, dass sie sich ein Treffen mit dem Skandalmusiker vorstellen könnte. Mit ihm würde ich mich wirklich an einen Tisch setzen. Ich finde ihn sehr interessant, ich glaube, mit ihm könnte ich richtig tolle Gespräche führen, sagte die Frankfurterin. Der Rapper fragte konkret nach, okay, also Date mit Xavier? Sarah Todiels Antwort war, ein Date, ja. Xavier Naidoo sorgte mit rechtsextremem Video für Skandal. Unklar blieb dabei, ob die Influencerin um die skandalträchtigen Ereignisse rund um Xavier Naidoo weiß. Zur Erinnerung, gegen das Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims wurden im Frühjahr 2020 schwere Rassismusvorwürfe erhoben. Schon früher war er als Unterstützer der zum rechtsextremistischen Lager gehörenden Reichsbürgerbewegung in Erscheinung getreten. Im Zentrum der Kritik stand ein Video von Xavier Naidoo, in welchem er rechtsextreme Vorurteile bediente, Tag 24 berichtete. Vor diesem Hintergrund stellte ein YouTube-Nutzer in einem Kommentar zu dem Video von Sarah Todiel und Leon Lovelock die wohl sehr skeptisch gemeinte Frage, interessante Gespräche mit Xavier?